So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich stehe gerade an einer Kochplatte und habe gesagt, wir müssen mal wieder kochen. Und das tun wir jetzt am besten auch. So, die Frage ist, was kochen wir und wie kochen wir? Keine besonderen Effekte, beliebte Kochzutat. Was wird denn da draus? Kochobst, okay. Ja, Kochobst mit 5 Herzen immer ganz gut, ne? Kochobst und 5 Herzen immer ganz gut. Wenn ich Schwertbananen verkoche, dann kriege ich da Angriffskraft raus. Also ist eigentlich auch nicht verkehrt. Machen wir mal so. Genau, das ist dann nämlich Kraftkochobst. So, hoppala. Eisfrucht, ja, das ist wahrscheinlich eher nicht als Kochzutat sinnvoll. Wasserfrucht. Sondern eher als Eispfeil, ne? Das war das, was ich sagen wollte. Die ganzen Pilze könnte ich mal verkochen, gerade die Himmelspilze. Können auch mal eins wegnehmen und noch irgendein Fleisch dazu packen. Wir haben ja ein paar Luxuswild. Es gibt nämlich ordentlichen Fleischpilzspieß. So. Okay. Ja. Oh, ein paar Äpfel. Ich meine, theoretisch könnte ich auch noch mal ein bisschen was kochen, was mir für Wärmeregionen wichtig ist. Na, falls es noch mal gar nicht funktionieren sollte, könnte ich das auch tun. Jetzt würde mich interessieren, was eine Tomate dazu verursacht. Okay, es bleibt bei Kochobst. Sind halt nur mehr Herzen, die ich dadurch bekomme. Sind halt nur mehr Herzen, die ich dadurch bekomme. Ah ja, Leuchtpilz. Kann man auch mal verwursteln. Das ist dann der Leuchtspieß. Wir haben ja Leucht noch nie genutzt, aber vielleicht ist es ja auch irgendwann mal was Sinnvolles. Für die Wüstenhitze. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber können wir schon mal verwursteln. Ordentlich Hitzeschutz. 12 Minuten 30. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr sinnvoll. Rüstling. Wir haben doch auch so, haben wir nicht schon so krasses Essen auch gefunden, wie... Ah ja, Heirulgras ist auch immer nicht verkehrt. Das gibt auch, glaube ich, ordentlich Herzen. Ja, Wildgemüse. Aber so Maxi-Kram, so Maxi-Karotten und sowas, haben wir das noch nicht gefunden? Spurtkarotte ist es nur. Ne, scheinbar nicht. Ah, hier Maxi-Trüffel, das meine ich, genau. Weil wenn ich das nämlich, dann kriege ich da so gelbe Herzen mit rein, ne? Huch. Dann kriege ich da so gelbe Herzen mit rein. Genau. Maximale Heilung und dann noch plus eins. Okay. Ja, gut, soll erstmal an Essen reichen, denke ich. Ja. Ich nehm's mir eh. Schwalbenbogen. Erstmal fotografieren. So, aber brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt tatsächlich nicht. So. Gut. Wir gehen hier runter. Ja, im letzten Part habe ich ursprünglich diese Forscher gesucht oder die halt diese Höhlenleute. Und habe mir jetzt den Plan gemacht, hey, vielleicht wäre es ja sinnvoll. Ich gucke mal, ob die nicht vielleicht bei einer Höhle sind, wo ich schon war. Weil das könnte ja sein, dass genau das mein Denkfehler ist. Na? Dass ich extra zu einer Höhle hingehe, dass ich extra nicht zu einer Höhle hingehe, wo ich schon war. Und dann sind die aber genau dort. Und das wäre halt ziemlich dumm. Oh Bruder, das sind viele. Oh, das sind verdammt viele. Das ist jetzt... Oh mein Gott! Oh toll. Da hat's meinen Bogen zerschossen.
Ja, die sind schon ein bisschen dumm, oder? What the fuck? Hä? Was ist denn da los? Bekämpfen die jetzt, die bekämpfen sich gegenseitig. Den habe ich noch nicht fotografiert. Ja, dann nutze ich doch einfach die Gunst der Stunde, dass die sich eh gerade gegenseitig nicht so lieb haben. Und warte ab, bis das Schlachtfeld fertig ist. Lol. Okay, die checken das ja nicht. Wow. Ach komm. Nice. Ja, dann looten wir mal eine Runde, würde ich sagen. Sehr schön. Vor allem die Sonnenenergiesphären sind großartig und wichtig. Cool wäre es jetzt, wenn er noch auch einsammeln könnte, ne? Das wäre jetzt cool, wenn er auch noch einsammeln könnte. Und mich dabei unterstützen würde. Aber kann er leider scheinbar nicht. Na gut. So. Das war die Geschichte. Oh, da liegen noch Dinge rum. Oh. Ah, die haben ja hier auch noch alles erledigt. Ah, die haben ja wirklich richtig aufgeräumt, ne? Und da ist auch noch ein Feuerchen. Aber das wird schon wieder zu weit. Ja, das wird jetzt viel zu weit drüben. Da können die eigentlich nicht sein. Die haben ja gesagt Norden. Ich meine, es ist irgendwo Norden, aber nicht so Norden wie... Ja, aber da ist zumindest jemand ist da. Wir können ja mal gucken, wer das ist. Wir können ja mal gucken, wen wir hier getroffen haben. Kangis. Maler. Motive. Schwebenden Inseln. Kleine Insel, die man von hier aus sieht, fasziniert mich besonders. Warum schwebt sie? Sobald das Wetter wieder besser ist. Ja, aber ich habe ja schon dafür gesorgt, dass das Wetter besser ist. Also, I don't know. Okay. Aber viel hat der mir jetzt nicht gebracht, ne? Okay, na, vielleicht kann ich das Wetter hier auch noch besser machen. Wie auch immer das geht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja möglich. So. Aber jetzt gehen wir mal zu den Höhlen, zu denen wir, bei denen wir schon waren. Nach wie vor ist das mein Plan. Vielleicht haben wir da ja Glück. Habe ich jetzt hier alles gelootet? Sieht gut aus. Ja, das sind halt so Schilder, die da noch rumblitzen. Das kann ich alles nicht nehmen. Oh. Warum bist du so unaufmerksam gewesen? Das war ja viel zu einfach. Ja, haben wir alles schon mal gehabt. Okay, hier ist jetzt wieder dieses Orni-Stützpunkt-Ding. Und dann können wir hier wieder die Treppe hochgehen zu den Höhlen. Na gut. Interessant wäre es jetzt zu wissen, ob hier noch irgendwelche Quests sind, die man jetzt machen kann. Weil man jetzt ja hier alles gemacht hat, was man so machen konnte, wollte, sollte. Ist überhaupt noch jemand drin? Ja. Sie muss aufräumen.
Oder eher, keine Ahnung. Danke dir vielmals. Gedenke ins Dorf zurückzugehen. Oh, alles klar. Oh gut. Einfach nochmal ein bisschen looten hier, die Hütte. Okay, zählt das Wetter jetzt als besser für den Typ da drüben? Müsste es einfach nur Tag werden oder war es nicht Tag oder was war das Problem? Ich gehe nochmal hin. Weil jetzt ist ja alles deutlich klarer. Holy moly, was ist das? Das ist ja gar kein Unterschied. Lag das daran, weil Nacht war? Das habe ich gar nicht so realisiert. Also wenn er jetzt sagt, es ist mir zu unklar, dann weiß ich auch nicht. Oh, der ist da gar nicht mehr. Ach, jetzt steht er hier. Guck mal, jetzt steht er tatsächlich hier. Oh. Er zeichnet so eine Sterneninsel, ja. Ja. Ja, ich habe sie noch nicht so richtig gesehen. Wo auch immer du die siehst, ich sehe sie nicht. Also ich sehe viele ins... vielleicht die da oben. Ja, keine Ahnung. Ach, lol. Alles klar. Hat er mich jetzt nur auf die Insel aufmerksam machen wollen? Okay. Ja gut, danke dafür. Ja, okay, pass auf. Dann porte ich mich jetzt einfach zu dem Turm. Dann komme ich da auch schneller zu den Höhlen, um die es mir ging. Wobei, warte, hier ist gar keine von den Höhlen. Wo sind denn jetzt die Höhlen, um die es mir ging? Hier sind die Höhlen, um die es mir ging. Da ist eine. Ja, dann muss ich mich zu dem Schrein hier porten, oder wie? Bin ich dann da schneller? Ich gebe zu, ich bin langsam leicht verwirrt. Und ich halte mich schon wieder viel zu lange hier an Sachen auf. Ich wollte was ganz anderes in den Parts machen. Aber ich meine, es ist jetzt ja nicht umsonst, was wir gerade tun eigentlich. Also nicht komplett. So, aber war hier nicht auch sogar eine Höhle direkt an dem Turm? Oh mein Gott. Das ist jetzt schlecht. Okay, ich kann da hochklettern. Puh. Das war ja dumm. Das war ja richtig dumm. Ja, und ich meine, die Höhle, die der Typ mir jetzt eckt, die Höhle. Die Dings, die mir der Typ jetzt gezeigt hat, das war ja die Geschichte mit dem, hier, weißt du schon, wo ich nicht lesen kann, die Schrift, ne? Das war doch das. So, jetzt warte mal, wo stehen wir denn jetzt gerade? Wohin gucken wir? Ja, ja doch, das ist schon die richtige Richtung. Ja, doch, das ist schon die richtige Richtung. Da unten ist die eine Höhle. Waren wir da schon drin? Ich glaube, ja. Nee, hier waren wir nicht. Der Höhleneingang ist nämlich zu. Ja, in die Höhle komme ich rein. Das ist nicht das Problem. Okay. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Gut. Zu viel.
Achso, ich dachte, ich hab schon. Bisschen weiter weg, sonst spreng ich mich selber. Passt es jetzt? Yay! Aber gerne doch. Okay, ja, dann lass uns da noch mal kurz reingucken. Wenn wir die jetzt schon aufgesprengt haben. So. Problem ist halt auch hier wieder, wenn ich jetzt Gegner auf Gegner treffe. Ich habe halt keine Chance. Da groß was zu... Ach, Mann. Aber jetzt, er ist ja hier drin, also eigentlich scheint es hier keine Gegner zu geben. Oh, hier drin ist nicht mal kalt für mich. Okay, sehr gut. Ja, dann passt es ja. Dann kann ich auch mit einer normalen Waffe hier rumlaufen. Das Essen ist in Sicherheit. Ah. Alles klar. Leuchtsamen immer wieder super wichtig. Wie viele ich in dem Untergrund verschmeiße, ist unfassbar. Also, verschmeißen klingt so, als würde ich sie verschwenden, aber wie viel man da halt braucht. So, dann suchen wir mal gerade unser Signum-Viech. Ja, da ist es auch schon. Ganz ohne Gegner. Ja, wunderbar. Was wollen wir denn mehr? Tschüssi. So, Nummer 10. Das ist, was ich meine. Ich meine, alles, was man hier tut, ist ja jetzt auch nicht umsonst. So, es ist ja... gehört ja zur Vorbereitung dazu. Leuchtfisch. So. Okay. Gehen wir wieder raus. Und haben die Höhle hier auch geklärt. Wir gehen wieder raus, sagte ich. Da. Schöne kurze Höhle. Oh, noch ein Leuchtfisch. Noch ein Leuchtfisch. Sehr schön. Link. Was war deine Mission jetzt, Link? Man weiß es nicht. Ah, guck ich sich ran. Ist egal. So, wird's jetzt kalt oder halte ich es noch aus? Hey, jetzt geht's wieder. Ist es dann auch wetterbedingt, ob es zu kalt ist? Das ist ja auch sehr interessant, ne? Okay. Jetzt geht's einfach wieder. Dann war das wirklich wetterbedingt, dass es nicht gegangen ist. Sehr interessant. Ach komm. Zu oft gesprungen. Bin ich hier. Ah, das ist jetzt die andere Seite, von wo ich da unten stand ich irgendwo, ne? Hier irgendwo da stand ich mal und dann wäre es da hochgegangen zu diesem Ding. Ja, irgendwo da stand ich. Ja, und da fliegt nämlich dieses Viech rum. Genau. Auf den habe ich aber aktuell keine Lust. Ich habe das Gefühl, das könnten sowas wie äquivalent zu den Leunen sein. Dass man vor denen besser fliehen kann. So, dann gehen wir mal hier hoch. Da sind wir schon mal hochgelaufen, das weiß ich. Oha!
Er hat mich einfach getroffen. Krasser Typ. Ach, hier sind noch mehr von denen. Nee, geht mir nicht auf die Nerven. Keine Lust auf euch. So, da oben war die Höhle. Ist jetzt so nah dran. Ja, komm. Oha. Ach, weil der so einen Windstoß macht, ne? Ah, guckt euch die krassen Waffen an. Die benutze ich doch jetzt nicht. Um Gottes Willen. Dann kann ich auch, okay, dann kann ich jetzt die Auge wirklich mal benutzen. So. Dann gib mir jetzt aber auch deinen Stuff. Ja, komm, dann erledigen wir dich halt auch noch, wenn du es unbedingt wissen willst. So. Okay, also hoch zur Höhle. Immer noch. Wir haben immer noch das gleiche Ziel. Hier oben war die Höhle. Da steht leider niemand davor. Schade. Das war nicht die richtige Höhle. Das ist ein dummer Exalfoss. Warum ist er da so alleine? Was ist seine Mission? Man weiß es nicht. Okay, so. Ja, aber jetzt kommen wir dann auch dahin, wo wir schon waren. Also ich weiß nicht, wo die Typen sein sollen. Ich weiß es leider wirklich nicht. Da ist die Hütte. Und da habe ich auch niemanden gesehen. Ah, vielleicht sitzt er auch noch weiter oben. Nordwand, da könnten zum Beispiel auch, also auch hier könnt ihr überall so eine Höhle, so, keine Ahnung. Bergfuß der Erstarrung. Es klingt schon alles cool, so. Aber ich würde mich jetzt auch nicht 3 Millionen Jahre lang in einem Gebiet aufhalten wollen. Ich mag's nur nicht, wenn ich was anfange und es nicht beenden kann. Und die haben halt einfach nur gesagt, yo, wir gehen nach Norden. I don't know. Ach, und hier wird's jetzt nochmal kalt, oder was? Dann ist die Höhe das Problem gewesen. Ah ja, jetzt ist wieder schlecht. Jetzt ist wieder schlecht. Ich verstehe. Ja, und hier sind wir schon mal. Von hier aus sind wir schon mal losgeflogen. Aber jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Jetzt kann ich hier auch mal gucken, ob ich da noch irgendwas sehe. Aber das wirkt jetzt auch nicht so. Und die waren ja eigentlich schon das eine Mal an einem relativ deutlichen Weg und nicht so komplett irgendwo versteckt. Also denke ich auch, dass die jetzt nicht komplett irgendwo versteckt sind. Das würde mich doch sehr wundern. Gerade interessieren, ob ich hier hinter dem Wasserfall was habe, was Hübsches. Ey, das speichert doch, wenn ich auf Speichern drücke. Mann. Oder eher nicht. Ah, sieht eher langweilig aus. Ah, das sieht eher sehr langweilig aus. Okay. Dann gehen wir wieder hoch.
Dann gehen wir wieder hoch. Gut. Lauf mal hier mal noch vor, guck, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Aber außer fallenden Steinen und normalem Loot ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Und die machen halt ihre Monsterparty. War ich da schon oben? Nee, lass mich in Ruhe. Keine Lust auf euch. Ich will nur kurz hier hoch. Ich will nur kurz hier hochklettern. Okay, cool. Oh, das reicht nicht. Oh, die Ausdauer wird nicht reichen. Ah, oh, die Ausdauer wird nicht reichen. Okay, aber hier könnte ich auch ganz anders hin. Oder? Das ist so frech. Das ist so frech. Okay, wir machen das anders. Da wollte ich jetzt zwar nicht hin, aber es ist auch cool. Aber das ist auch cool. Oha. Ja. I see, I see. Da wollte ich jetzt überhaupt nicht hin, aber dann machen wir erstmal das. Wie lange haben wir denn schon aufgenommen? Okay, doch, die Zeit haben wir. Okay, dann geben wir uns mal da hoch zu der nächsten. Zu dem nächsten Viech. Mann! So. Und zack. Und zack. Ist ja auch kalt. Ja. Dann kurz anstupsen und wieder zurück. Let's go. Hui. Oh. Das klappt jetzt nicht so gut.
Hoppla. War vielleicht ein bisschen schwer. Nee. So, klappt das jetzt besser? Vielleicht wirklich nur das kleine Brett. Vielleicht tut's das ja auch. Yay! Es war das kleine Brett. Jetzt muss der Akku nur halten. Oh je. Ah doch, das reicht. Doch, das reicht super gut sogar. Wunderbar. So, okay, stopp. Ich verbrauche meine Batterie nicht mehr als nötig. So. Hier gibt es eine Truhe. Mit. Hä? Was ist denn das jetzt? Ein Überbleibsel der Willenskraft der Weisen aus allen Zeiten. Alten Zeiten. Wenn du 4 davon an einer Statue der Göttin vertieft sich deine Verbindung zu den Weisen. What? Das ist was super krasses. Jetzt will ich 4 davon. Oh mein Gott, Truhen werden so viel wichtiger aktuell. Die haben so viel geileres Zeug in Truhen gepackt. Das ist voll gut. Ich meine, ich hätte jetzt auch ein Rhodonit oder so drin sein können, so, ne? Okay, wow. Dann gehe ich aber jetzt mal davon aus, dass das wirklich das ist, was ich hier auch finden sollte. Und es jetzt nicht noch weiter irgendwo hingeht. Ich meine, theoretisch geht es schon noch weiter. Komme ich da hoch? Ja. Okay, das könnte zumindest ein Krog noch sein. Ein Krog würde ich erwarten da oben. Ein Krog würde ich jetzt erwarten, ehrlich gesagt. Ja. What? Muss ich jetzt da landen oder so? Ah ja, okay. Cool. Sehr schön. Okay. Und vor allem das Coole ist... Ey, das finde ich jetzt wiederum sehr geil. Also das finde ich jetzt richtig geil, dass wir das gefunden haben. Weil das Lustige ist ja, ich wollte ja einfach nur zu dieser Billotruhe auf diesem kleinen Stäbchen hoch. Und nur weil ich nicht die... Nur weil die Ausdauer nicht ganz gereicht hat. Es war nur so ein ganz kleines bisschen, was gefehlt hat. Na? Nur weil die Ausdauer nicht ganz gereicht hat, bin ich dann mit dem Stein nach oben. Weil ich vom Stein aus dann auf die Säule springen wollte. Und jetzt haben wir einfach einen Wille der Weisen gefunden. Das ist jetzt eigentlich die beste Entdeckung des Parts. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich weiß, was ich damit tun muss, wenn ich 4 habe. Aber yo. So, wo ist jetzt dieses Ding? Wo ist jetzt diese Säule, auf die ich ursprünglich wollte? Hier ist sie, hier ist sie. Gibt einen Krog, okay, auch gut. Nee, ist doch eine Truhe. Never mind.
Aber Truhen sind jetzt so viel wichtiger geworden. Es gibt zwar noch Useless-Truhen, so wie zum Beispiel eine, wo dann so Pfeile drin sind. Schild der Winde. Ja, gut. Ja, komm. Ja. Ja, komm. Nee, mach mal so. Ja, sieht schon cool aus. Schon ein schönes Schild. Ey, aber yo, das war jetzt voll die coole Entdeckung. Das freut mich jetzt, dass wir das gefunden haben, weil das war cool. Doch, das gefällt mir. Okay, ich denke, die sind wahrscheinlich eher da hinten, so. Könnte ich mir vorstellen. Da unten ist das. Im Prinzip haben wir jetzt einen schönen Rundkurs gemacht, ne? Und den Part, also die Aufnahme angefangen habe ich hier drüben. Da habe ich die Aufnahme angefangen. Und jetzt werden wir wieder hier. Also wir haben recht viel hier im Hebra-Gebirge uns umgeguckt. Würde ich sagen. Nicht komplett so logisch, aber recht viel. Und hier waren nämlich diese Forscher. So, und die haben gesagt, die gehen Richtung Norden. Das ist safe noch viel weiter, als ich gegangen bin. Das ist bestimmt noch viel weiter. Okay, tja. Die Frage ist, was macht man jetzt? Was machen wir im nächsten Part vor allem? Ich meine, ich kann halt mich jetzt ins nächste Gebiet begeben, so. Ne? Ich könnte jetzt sagen, okay, wir gehen Richtung... Oh! Nein, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich hin will. Ich will zum alten Plateau. Ich will zum Plateau. Ich will zum Plateau. Ich will wissen, wie das Plateau aussieht. Ich will wissen, wie das Plateau... Oh mein Gott, ich will zum Plateau. Kommt man dahin, ist die Frage. Ich hoffe ja. Ich will unbedingt zum Plateau. Wir können uns ja jetzt... Ja, komm, wir können uns ja schon mal vorsichtig so ein bisschen in die Richtung bewegen. Ein bisschen noch weitermachen. Jetzt schlafe ich erstmal eine Runde. Dass ich wieder voll geheilt bin. Aber wir können aber auch mal gucken, ob Pura jetzt irgendwas Neues uns noch erzählt. Oh, und wir können gucken, ob die Seelen jetzt für die Kleidung reichen. Ich habe ja wieder Seelen gefunden. Also diese Lichtdinger. Oh, neue Quest. Was hast du denn gemacht? Ich habe schon mit der Welt abgeschlossen. Jetzt ist es so staubig. Beim Putzen bin ich dann mit dem Besen gegen die Wand gekommen und sie ist eingebrochen. Seitdem höre ich eine schaurige Stimme wie die eines Dämons aus dem Loch. Ja, let's go. Wir haben gerade was ganz anderes vor. Episoden, die Stimme aus der Wand. Königlicher Geheimgang, Ebene von Hyrule. Und wie ich deine Stimme höre, what the heck? Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Königlicher Geheimgang. Das ist hier. Fühle meine Gegenwart. Oh, ist das so eine Dämonenstatue? Das ist so eine Dämonenstatue.
Man hat mich also nicht vergessen. Ist es denn möglich, kannst du mich hören? Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben, Wohlstand. Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache, ist doch nichts dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt, einem Schatten meiner früheren selbst. Aber ich habe weiter mein Bestes gegeben. Das war der feinen Göttin auch wieder nicht recht, also hat sie mich an den Rand eines Dorfes verbannt. Dort wurde ich von Vögeln gepiesert, eine Zeit lang hing ich sogar kopfüber an einer Höhlendecke. Dann war ich auf dem Grund eines Teichs, wo nur Fische vorbeigekommen sind, und jetzt bin ich hier, in dieser Ödnis. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat, ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemand wie dich, der mich versteht. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der kein Fisch war. So sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen. Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. Ich bin zurück. Fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich. Sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also was darf sein? Ich will ein Herz. Exzellent. Und jetzt halt still. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deinen Container zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du deinen Herzcontainer oder deinen Ausdauercontainer haben willst. Ja, wir tauschen gar nichts. Aber good to know, dass der auch wieder da ist. So. Sehr interessant. Aber jetzt geht das Ding ja hier noch weiter. Wo komme ich denn jetzt raus? Das ist halt... Oh mein Gott. Man macht halt so schnell sein Zeug kaputt. Nur weil man hier diese ganzen Sachen aufbricht. Aber habe ich jetzt alles Wichtige aufgebaut oder habe ich jetzt irgendeinen Weg ausgelassen? Das sieht nicht aus, als ob da noch ein anderer Weg wäre, ne? Hier weiß man es halt nicht so genau. Es sieht halt alles so... Oh Mann. Hier, pass auf. Ich hole mir jetzt erstmal den Zweihänder. Und dann können wir den ja mit so einem Stein synthetisieren. Zack. Und dann haben wir ja wieder was zum Kaputtmachen. Es geht hier nämlich doch noch weiter. Scheiße. Ach, ich hab's befürchtet. Jo. Jo. Ich hab's befürchtet. Okay. 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 Wisst ihr, was ich gerade richtig schlimm finde? Es ist wie in so einer Serie, na? Wir haben noch immer nicht in Kakariko rausgefunden, wie wir an diesem Ding vorbeikommen. Und scheinbar ist es auch was einfach noch dauernd muss.
Ich wollte mich damit davon mit damit darum ja schon lange kümmern und es geht einfach nicht. Also wir kommen einfach nicht dazu. Jetzt ist hier noch mehr Gesteinskram. Aber ich habe nur synthetisierte Waffe. Ach, das ist doch scheiße. Vor allem habe ich keine Waffe, die es jetzt aufbrechen kann. Oh, man. So, jetzt kann ich ihr erstmal sagen, dass hier alles cool ist. Und sie kann wieder chillen. Ja. Nee, eigentlich nicht, aber komm. Ja. Ja. Okay, mach das. Gut. Ich wollte zum Plateau so, ne? Und jetzt ist hier einfach plötzlich ein Loch in der Wand. So einfach aus dem Nichts. Sonst noch hier irgendwas mit Quest oder so? Nee, ne? Okay. Aber jetzt habe ich halt auch... Mann, ich brauche eine Waffe. Liegen hier nicht einfach irgendwelche Waffen immer rum? War hier nicht einfach so irgendwie zumindest ein Stock oder so? Ja, guck mal hier. Easy. So, dann nehmen wir jetzt nämlich das hier und packen da so einen Felsen wieder ran. Und dann können wir zumindest ein Stückchen weiterlaufen. Hallo. Ach, Y. War die falsche Taste. Ist okay. So. Mann. Boah, ich bin richtig weit. Okay. Jetzt ist die Höhle ein bisschen größer geworden. Oh mein Gott. Na gut, holen wir uns erstmal unsere... Unser Dings. Nein, nicht die Waffe. Hier, zack. So, tschüss. Truhe. Mit einem Opal. So. Nee. Ich bin da oben rausgekommen. Hier unten ist auch einfach ein Gang. Nein! Nicht mit dem. Bist du wahnsinnig. Mann. Na dann halt nicht. Wo komme ich jetzt hier raus? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Übersehe ich was oder ist hier wirklich nichts? Ich komme hier rein und hier ist einfach nichts. Jetzt wird mich höchstens, ist das dann ein Ort, wo ich mich vielleicht hoch so bauen soll und dann komme ich da irgendwo raus? Aber ich meine, da komme ich auch so hin. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wir gehen hier weiter. Da muss ich jetzt da oben die Sachen kaputt machen, ja? Sheesh. Was ist das für eine riesige Höhle? Königlicher Geheimgang. Vor allem, wo kommt da... Also oh nein.
Ich habe da so eine Ahnung. Ich meine, wenn das königliche Geheimgang heißt, dann könnte das ja bedeuten, dass wir in Hyrule raus, also im Schloss rauskommen. Na, toll. Oh man. Was ist jetzt das? Hier ist doch auch schon wieder irgendein Gang unter dem Warum ist sie jetzt blau? Die sind härter, oder was? Hertha BSC. Ah, okay, komm, wir schmeißen eine Donnerblume. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Was ist denn das hier? Aber gut, ich habe 29. Oh, damn. Da war ein Fragezeichen. Was erwartet mich jetzt dahin? Sind wir im Schloss? Nee, Quatsch, wir sind überhaupt nicht mal ansatzweise sind wir im Schloss. Aber was erwartet mich jetzt? Okay, so ein Viech erstmal. Aber was ist dahin? Ich habe ein bisschen Bammel. Ach so. Na gut. Das war nicht das, was ich wollte. Das war, was ich wollte. Nein! Was haben wir hier drin? Ah, toll. Ja. Dann fotografieren wir kurz den Schild der Winde und verabschieden uns vom Schild der Winde. Mann. So. Oh mein Gott, das ist, ich sag's ja immer wieder, ne, das ist so gut. Oh, das wollte ich nicht. Aber jetzt kann ich es hier auch nicht so hoch, das, okay, womit machen wir das schnell kaputt? Ja, komm hier. Ja doch, Pfeile immer gut. Okay, hier ist doch auch wieder irgendwas hinter. Noch eine Truhe. Ja, okay. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wenn die Waffe gleich kaputt ist, dann können wir uns den holen. Aber hier sind hier überall solche Dinger. Kann ich hier was lesen eigentlich? Nee, okay. Ist nur Deko. Okay, ist das irgendeine Gefängniszelle hier? Okay, aber das komplette Ding war jetzt für den Beinschutz hauptsächlich, ne? Sehr gut, dass wir den gefunden haben. So, jetzt schmeiße ich da mal eine Bombe rein. Und hoffe nur, dass die ein bisschen mehr... Alter!
Das ist echt harter Stein. Kann das sein? Oh mein Gott, das juckt es so fast gar nicht. Okay, wie viel von diesem Scheißstein kommt jetzt noch? Alter, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Oh. Okay. Ja, komm, scheiß drauf. Die können ja jetzt auch nichts. Die interessieren nicht großartig. Aber jetzt können wir uns mal gerade die andere Waffen holen. Wenn wir da schon eine Truhe haben mit einer Waffe. Yay. Och nee. Och nee. Bruder. Ich glaube, ich bin durch. Alter. Okay, was ist hier unten? Oh, hier geht's auch noch längs. Maxi-Trüffel. Alter, was haben wir hier für einen krassen Ort gefunden? Muss ich aber vorsichtig an Land gehen, dass sie nicht abhauen. Ducken. Hallo? Jawohl, sehr gut. Nicht ganz, was ich wollte. Da ist schon eher. Ist die andere abgehauen? Nein, die ist auch noch hier. Nice. Alle drei Feen bekommen. Hoppala. Das war auch nicht ganz, was ich wollte. Cool. Okay, nice. Einfach drei Feen waren wieder. Wie lange nehmen wir jetzt? Ach, verdammt. Aber ich kann jetzt nicht aufessen. Jetzt ist... Okay, da ist eine Donnerblume. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir brauchen gerade richtig viele Donnerblumen. Und diese Scheiße hier. Oh, den habe ich wahrscheinlich auch noch nie fotografiert, ne? Ja. Aber ich hoffe jetzt mal, dass hier seitlich zumindest nicht noch mehr Zeug war. Junge, wo bin ich? Also was ist das für eine krasse Loothöhle hier einfach?
nein. Junge, mach dich weg, du Drecksvieh. Alter, es geht überall, überall. Oh mein Gott. Wie groß soll die Höhle sein? Ja. Das sieht irgendwie nicht geheuer aus. Ist das ein Gegner? Wird das gleich zu irgendeinem Ivarok-Viech oder was? Also, das sieht nicht normal aus. Oder ist dann Ivarok drin? Ach du Scheiße, Alter, ich hab... Ich muss den Part hier beenden. Wir müssen im nächsten Part hier uns hier weiter umschauen. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.